Hallo Jenny, willkommen zurück. Kam die Ankündigung auf Twitch schon? Wenn du schon hier bist. Noch nicht? Okay. Dann warten wir noch ein Momentchen. Bei mir kam sie schon, also in meinem OBS, aber das heißt ja nichts. Mir kam sie jetzt an. Kamst du? Okay, dann. Oh, magische Überblende. So. Hallihallo und herzlich willkommen und willkommen zurück auch an die Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ein ganz herzliches Willkommen zurück auch an die gar wunderherrliche Stimme aus dem Off. Hallo. Wenn. herzlich willkommen zurück auch Essential. Ja, wie neuerdings immer üblich zu Anfang der Hinweis. Für all diejenigen, die sich das Video vom Stream im Nachhinein auf Twitch gerade ansehen sollten, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Dort gelangt ihr am schnellsten hin, wenn ihr einfach hier runter scrollt und aufs YouTube-Panel klickt. Du Röhre steht drauf für YouTube. Und dort werde ich wie immer nach dem Stream das Video vom Stream hochladen und freue mich sehr über eure Kommentare. Genau. Dann Ton an, Licht, Kamera läuft und Action. Starten wir durch, schlachten wir ein paar Athener ab. Ihr wisst warum. An dieser Stelle nochmal ganz besonderer Dank an dich fürs Auffangen und fürs Beistehen vorhin. Dass sowas überhaupt möglich ist. Ich werde jetzt ja auch. Wenn mein Steam-Account gerettet werden kann und gerettet ist, überall dieses Zwei-Faktor-Dingsbums aktivieren. Dann passiert sowas nicht mehr. Sind halt über 100 Spiele in meiner Bibliothek, auf die ich jetzt keinen Zugriff mehr habe. Das ist echt ärgerlich, richtig ärgerlich. Soll ich jetzt Discord kommen? Ja. Wie war euer Tag denn so? Erzählt. Wo sind wir denn hier? Ja, wo sind wir denn hier? In einem Gebiet, das viel zu hoch ist für uns. Von der Stufe her. Blaue Hyazinthen, ja, Moment. Hyazinthen waren die roten. Habe ich? Ja, ich habe blaue Hyazinthen. Ich mache die Insel auf. Nicht mehr. Mein Nintendo Online-Account funktioniert ja noch. Muss erstmal aktualisieren. Gibt's noch Blumen? Ja, die vermehren sich wie Kruppzeug, weil Schnee als Regen zählt. Ach, was. Ja, das ist schlecht, weil Schneeball rollen. Ja. Ja. Ja, wir haben hier Konserven gehortet und Klopapier bis unter das Dach. Nee, pff, das ist hier groß einstellen drauf. Ich meine,
Läden für den täglichen Bedarf haben wir weiterhin geöffnet. Ich hoffe, dass bis Mittwoch mein Steam-Account wieder funktioniert. Was halt meine große Befürchtung ist, ist, dass dieser Russe, der den geklaut hat, dass der die Spiele löscht aus der Bibliothek und dann kann ich sie halt nicht mehr herstellen. Dann ist es zum Beispiel gerade bei Jurassic World Evolution, da habe ich ja Stunden über Stunden mein Park gebaut, das wäre dann alles weg. Das wäre echt übel. Oder GTA, was jetzt GTA erspielt haben, alles. Hitman, alles weg. Tomb Raider. Ja. Achso, Spiel starten, sorry. Nein, das ist in der Steam Cloud, die Spielstände. Ich glaube zusätzlich auch auf dem PC, aber hauptsächlich in der Steam Cloud. Ja. Ah, überall liegt Schnee und Eis. Könnte ich eigentlich auch mal wieder streamen, oder? In einem großen. Ja, habe ich ja eben gesagt. Ja, ja, aber heute brauche ich was, wo ich was abschlachten kann, sorry. Oder ich streame einfach beides, pass mal auf. Warte. Moment. Parallel. So. So streame ich jetzt. Nein. Guten Abend, guten Abend, Melinda. Hä? Wo ist der Whisky und der Rocks? Sie trinkt Irish Coffee. Inzwischen. Okay. Sonntag, der 13. Dezember 2020, hier auf Honey. Wann denkt ihr, wenn der Dezember beginnt? Ich denke da sofort an den Spielzeugtag und Festtagsfreude. Ach, Spielzeugtag heißt es hier. Ja gut, Kinderspiel halt, ja. Hoffentlich findet uns der liebe Weihnachtsmann auch auf unserer Insel. Ach, da bestimmt wird er das. Und um schon mal ein wenig Festtagsstimmung zu verbreiten, wird das Service Center hübsch dekoriert. Wie ihr seht, gibt es so einiges, auf das ihr euch in diesem Monat freuen könnt. So, damit sind wir für heute fertig. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Schneeinsel-Ladebildschirm. Oh, ich habe noch einen Tauchanzug an. Ist aber egal. Ah, stopp, stopp, stopp. Hört mal, stopp, 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 Geräusch. Cool. Oh, und da ist ein Weihnachtsbaum vom Laden. Voll schön. Was du machst, bei dir alle Blumen weg, damit du Schneebälle rollen kannst. Schneemann-Dinger. Ja, das wird bei mir nochmal knifflig. Wir sind übrigens auch im Voice, falls ihr dazukommen wollt. Jenny und Essential. Mal wieder so ein schwäbischer Aufreger zwischendurch. So, Freunde einladen. Okay.
Ich weiß gar nicht, habe ich die Arbeitsfläche freigeräumt? Ja, natürlich. So, ja, der Biomüll muss halt wieder zurückgestellt werden, den habe ich ja, da. Ja, der muss vor allem morgen machen. Ja, den entsorge ich morgen auch. So, Insel ist auf. Viel Spaß. Fertigster Krähenboot. Okay. Würde mich ja mal schwer interessieren, wenn man diesen Betäubungspfeil abfeuert. Ups, sorry, den habe ich ja neulich geskillt. Vorgestern, glaube ich. Legendärer dabei zu finden. Wem gehören diese Pfeile? Wem gehören diese Pfeile? Pfeifen wir noch mal. Der Schütze muss atmen. Ein Eindringling sein. Zusammenbleiben.
Der Schuss kam von hier. Die Pfeile kamen von Bordeaux. Hallo, oh, wie spricht man hier aus? Tova. Ach so, wundert euch bitte nicht, dass die Avatare unten nicht rumlaufen. Die laufen leider auch über Steam. Falls sich jemand schon gewundert hat. Möge ich Charon dich an einen besseren Ort bringen. Die laufen auch über Steam. Was? Hey, halt! Jemanden wie dich kann ich immer gut gebrauchen. Schließ dich uns an. Fertigste Krähenbote. Plus 6% maximale Schiffspanzerung, plus 8% Schaden durch Brandpfeile. Ja, nur falls sich jemand gewundert haben sollte, warum die nicht da sind. Daran liegt es, dass die leider auch über Steam laufen. Dein Ernst? Essentially, das ist jetzt nicht wahr. Das sind meine Fähigkeiten, die habe ich seit Stufe 1 an. Sind das erste Mal meine Fähigkeitskreise hier. Oh, Essential. Wo hast du denn hingeguckt die ganze Zeit auf mein schönes Konterfei hier? Ich lasse mich lieber nicht sehen. Ja, das kann sein. Oder das Gewusel hat einfach davon abgelenkt.
Ein Bild? Nein. Mein Bild ist... Nee. Nein. Müsstest du jetzt meinen Videos vergleichen, aber normalerweise ist nichts anderes. Nein. Nicht bei Essential Creed. Bei Animal Crossing. Du hast verglichen? Okay. Ja, bei anderen Spielen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, weil ja hier das In-Game Overlay anders ist, deswegen. Dass die Webcam nichts verdeckt. Das muss ich immer dem Spiel anpassen. Es könnte sein, dass das irgendwie wichtige Sachen verdeckt. Punkte? Welche Punkte? Meinst du mit AC jetzt Animal Crossing oder Assassin's Creed? Das sind verwirrend. Ah. Sieht man die im Stream nicht oder was? Doch. Doch. Die sieht man doch, die sind doch da unterm Chat. Ach so. Hä? Ja, ich bin durcheinander, aber ich bin halt eh nicht so auf der Höhe. Das ist da nachvollziehbar, warum. Ach so. Ja, aber ich auch. Aber bei mir ist es ja normal, dass ich verpeilt bin. Ja, weil man sieht die Punkte ja, die gelben. Die Fähigkeitsdinger, Kreise. Auf der 1 ist der Tritt, auf der 3 dieser Stierangriff und auf der 4 der vergiften, Schwertvergiften Angriff. Yeah.
Warte, ich muss sie noch anheuern. Verdammt. Wenn er noch lebt. Shit, das ist zu gut. Für Rom? Was? Oder für Rom? Oh, der war, glaube ich, eh nicht so von den Fähigkeiten her. Das kann aber nicht sein, Essential. Ja, das kann sein, dass die das verdecken, aber ja nur zum Teil, die laufen ja rum. Ich hab zu tun, warum? Unkraut. Kann sein, dass du in einer Schiffsszene geguckt hast. Da sind die, glaube ich, nicht an der Stelle. Nur an Land quasi. Das kann ich mir gar nicht erklären. Aber Amazon, das ist jetzt ein Gerät oder so, anders kriegst du eine SMS, die du bestätigen musst. Mhm. Okay. Ja, ich bin jetzt maximal verwirrt, aber das ist ja normal. So kennt und liebt ihr mich ja. Okay, Essential, das ist echt herrlich. Made my day, ey. Made my day. Das ist essentiell, um das Wort mal nochmal zu verwenden. Diese Kreise da unten. Mit denen aktiviere ich meine Fähigkeiten. Wenn das Adrenalin, diese gelbe Balken hier, da unten steigt in der Bildmitte. Das kann ich mit Adrenalinpunkten auslösen, deswegen sind die auch gelb, die Fähigkeiten. Und für normale Angriffe und Pfeilangriffe sammle ich halt Adrenalin. Für diese Spezialangriffe. Oder in den Kreisen. Für das okay. Ich spiele doch überhaupt nichts ab, du Arme. Ja,
weil ich eben im Browser Tab Amazon offen hatte. Ja, aber das darfst du ja nicht. Scheint es nicht zu checken, dann fahre ich jetzt mal neu. Jetzt! Funktioniert auch nicht. Lass unsere indischen Kacknudeln in Ruhe. Alle indische Kacknudeln. Ist ja logisch. Ich rieche gar nichts. Dein Handy ist zu klein. Dann brauchst du ein Galaxy Note 2 oder wie das heißt. Genau, das ich glaube, Essential verdient besser als ich. Ja. Wesentlich besser. Besser als du, also. Ja. Ergibt sich das daraus. In logischer Folge. iPad, genau. Einfach mal eskalieren. Ein iPad Air, bitte. Wenn schon, wenn übertreiben, dann bitte richtig. Feuer, Scheiße! Nein. Feuer, Scheiße! Nein! Das ist so geil, wie der rumflucht. Malaka! Das Pro, okay, ja, dann das Pro. Von mir aus. Ich gönn's dir. Also ich glaube, ich brauche mich hier gar nicht weiter aufhalten. Die Startstärke sinkt nicht mehr weiter, das heißt, ich habe jetzt wieder leichtes Spiel. Theoretisch. Aber was ich noch machen will, ist auf jeden Fall hier einen Schatz da holen oder was da ist. Was ich da gesehen habe. Oh, jetzt kommt's. Er kauft nie was. Er lässt sich's von dir immer schenken. Verstehe. Weil Plot Twist, eigentlich ist Jenny die Großverdienerin in der Beziehung. Was machst du denn da? Alter, was geht da für ein Wind ab draußen?
Irene, oder Irene, die Magenumdreherin. Okay. Nett. Ja, wir haben ihn jetzt mitgekriegt. Freundlicherweise. Dass wir nochmal ganz in Ruhe durchlesen können. Und dann wahrscheinlich Mitte Januar setzen wir uns zusammen zum Unterschreiben. Haben auch nochmal ein paar Bilder gemacht. Da muss ich noch ein paar Sachen unkenntlich machen. Und dann stelle ich die auch ins Discord rein. Dann könnt ihr euch mal ein bisschen die Küche angucken und so. Wir düsen mal. Das war eigentlich so der Lichtblick heute, oder? Die Besichtigung, oh, war ja keine Besichtigung, war ja mehr oder weniger eine Besprechung, wenn man so will. Die beeilen sich jetzt tatsächlich auch, das dringende Zelt steht und fällt jetzt mit dem Fliesenleger bei denen im Haus, die haben wir neu gebaut. Und die müssen das Bad. Und nochmal was, die Bäder, zwei Bäder, müssen sie noch fließen und der Fliesenleger ist aber gerade krank. Und wenn das fertig gefliest ist, dann können die anfangen mit umziehen und dann ist bei uns auch absehbar. Blöd, wo ist mein Schiff? Hier. Machen wir doch anders. Prost. Und Jenny zufrieden. Ich habe hier auch das Rentier hingemacht, beziehungsweise ist jetzt überall. Jede Szene. Das ist ein bisschen irritierend für mich, dass die Avatare da nicht mehr rumlaufen, weil da habe ich immer gesehen, wer von den Followern denn gerade da ist. Das war immer so ein bisschen beruhigend. Aber macht euch bereit zum Ablegen! Wir erwarten Befehle! Bruder, ausheben! Ja, da sind die tatsächlich nicht da. Guck, auf See sind die nicht da. Die sind nur da, wenn ich zum Beispiel wenn sich hier links und rechts, okay, rechts im Kreis seht ihr nicht, das ist auch eh unmöglich. Links der Kreis, wenn der sich auflädt, dann kannst du über die Fähigkeit, dann wird er auch gelb, dann kannst du da Feuerpfeile verschieben zum Beispiel. Willst du bei dir auf der Insel alle Blumen wegmachen, oder habe ich das richtig verstanden? Wäre cool, wenn man dann auf, wenn die Seen zufrieren würden,
und man dann da Schlittschuh laufen könnte oder so. Das wäre gut. Auch bald schon wieder rum. Wir machen jetzt die Schlacht noch. Ah, okay. Und da haben dir die Blauen noch gefehlt. Ich kann dir empfehlen, wenn du blaue Hyazinthen brauchst von mir, ganz links im Westen. Links von dem Fluss, der senkrecht hochgeht. Oder runter. Nachdem, wo man guckt. Da sind blaue hier zum Beispiel. Okay, alles klar. Hoffe ich, dass du deinen guten Zuchterfolg hast. Wir kriegen diese verdammten Athener nicht klein. Und entlang unserer Verteidigungslinien steht eine Schlacht davor. Willst du heute an der Seite geborener Krieger für Sparta kämpfen, Söldner? Aber sicher machen wir das. Ich werde kämpfen. Gut, wir können dein Schwert gebrauchen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Und es ist heute das Letzte, was ich tue. Ist das eine Playlist da links bei dir? Ist das eine Playlist da links bei dir? Ah, witzig. Der Amazo, ja. Der Herr Amazo. Ja.
Und da hauen sie alle ab. Yay. Sieg. Für die Lebenden. Das war nicht schlecht. So, Schlachtfeld plündern. Plündern und Brandschatzen. Schlündern und Schandbratzen. Ich glaube großartig gar nichts zu plündern, wie sie aussieht. Ja. Okay. Geht's eigentlich hier hoch? Achso, hier habe ich doch den Wolf von Sparta umgelegt da oben. Seinerzeit. Ob man davon noch irgendwas sieht? Ich glaube nicht. Vatermord. Wobei war er kein Mord, war er. War eigentlich schon Mord, war er mit Motiv. Aber nicht aus niedrigen Beweggründen. Hey, hepp. So, dann würde ich mal vorschlagen, zurück zum Schiff. Schauen mal, was wir noch aufrüsten können. Ja, der Witz ist ja, ich weiß gar nicht, das habe ich ja noch nicht erzählt, dieser Oliver, der da in Discord diesen Phishing-Link gespammt hat, der... Mit dem habe ich ja mal GTA gespielt und da war das schon irgendwie seltsam. Aber da habe ich mir nichts dabei gedacht und dann... Ja. Hat auch immer was bitte nicht stören oder was da drin. Ja. Hallo einfach Muffi. Das ist ja witzig. Oder Muffi. Wenn einfach Muffi, dann Muffi. Ja noch haben, weil die hat tatsächlich einen Schneeleoparden dabei als Tier. Will ich eigentlich noch als Besatzungsmitglied haben. So, können wir uns noch irgendwas leisten? Upgrades fürs Schiff. Ausdauer der Ruder könnten wir verbessern. Das ist, denke ich, nicht schlecht. Mehr Ausdauer für die Rotons. Und noch mehr Ausdauer. Das weiß ich nicht. Das kann ich für Flix schwer einschätzen.
ob er das war, aber ich glaube nicht, weil das ist eine russische E-Mail-Adresse, unter der mein Account jetzt läuft. So, wir speichern mal ab. Das läuft ja Gott sei Dank über einen Ubisoft-Account. Essential's Creed. So, speichern. Und in dieser heroischen Pose bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierher. War ein kurzer Stream, aber ihr wisst ja, unter der Woche und sonntags oder sonntags bis donnerstags quasi ist um 10 Uhr zu Bett geht Zeit. Das haben wir jetzt schon überschritten. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr durchgehalten habt bis jetzt und dass ihr mir beisteht als Community, allen voran du als mein Schnuff. vielen Dank an dieser Stelle auch an die gar wunderliche Stimme aus dem Off. Und ja, ich sag schon mal Ciao mit V, auch an die Rundfunkanstalt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Würde mich freuen, wenn ihr noch kurz da bleibt für den Raid. Wir gucken mal, wenn wir gleich raiden. Auf jeden Fall, wie immer an dieser Stelle, der Hinweis auf meinen YouTube-Kanal. Dort gelangt ihr am schnellsten hin, wenn ihr einfach hier runter scrollt und aufs YouTube-Panel klickt. Du Röhre steht drauf für YouTube und dort werde ich, ihr kennt es schon, wie immer das Video vom Stream hochladen. Ich freue mich sehr über eure Kommentare, macht es Essential gleich, tut es Essential gleich und kommentiert fleißig auf YouTube. Schreibt rein, was euch gefallen hat. Schreibt rein, was ihr gern sehen würdet im Spiel oder im Stream, was für Spiele ihr gern sehen würdet. Das könnt ihr alles in die YouTube-Kommentare reinschreiben. Ich freue mich über jeden einzelnen. Genau. So, jetzt gucken wir mal, wer noch oder schon online ist. Wenn wir raiden können. Bom, 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 bom. Aktualisieren. Wie? Ich bin, wieso? Wolltest du aktualisieren dein Abo, oder? Ja. Ja, noch ist der Stream live. Oh, vielen Dank. Ja, 22 Monate schon insgesamt. Vielen Dank für die Unterstützung, die anhaltende. So, jetzt gucken wir mal, wer ist denn online? Sehr gut. Du Säufer. Das sieht doch gut aus.
gucken mal. Einen Moment. Das klingt doch interessant. Das schicke ich euch hin. Das ist eine gelernte Goldschmiedin. Die das, glaube ich, auch streamt. Aktuell nicht. Aktuell dekoriert sie für Weihnachten. Vielleicht kommt dann noch ein wenig mehr Adventsstimmung auf. Das wünsche ich euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dort. Lasst bitte auf jeden Fall trotzdem einen Gruß von mir da, auch unbekannterweise. Und wenn euch gefällt, was ihr dort seht, dann lasst ihr doch bitte auch ein Follow da. Da freut sie sich bestimmt. Und ich sage dann schon mal tschö und bis zum nächsten Mal, was denn morgen entweder früh nachmittags sein wird und oder auf jeden Fall abends sind wir wieder zur gewohnten Zeit für euch am Start. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit reinschaut, wenn wir zusammen eine schöne Zeit haben können, abends dann zusammen den Tag ausklingen lassen können. Und wünsche euch morgen einen guten Wochenstart und schlaft jetzt dann gleich gut. Macht's gut bis dahin. Ich sag tschö mit Öl, euer Imbabär.